Zu einem Pressetermin lud am Donnerstag der Kinderland e.V. im Syratal ein. Michael Kober, Vorsitzender des Vereins, gab zur Auskunft, dass die im Haushaltsentwurf für das laufende Jahr veranschlagten Gelder für Investitionen und Instandhaltung der Parkeisenbahn aufgrund von Sparmaßnahmen nicht zur Verfügung ständen. Dieser Sachverhalt könne, so Kober, das Aus für die wohl in der Region einmalige Parkeisenbahn sein. Vielen noch als Pioniereisenbahn bekannt, drehte die Kleinbahn erstmals am 7. Oktober 1959 ihre Kreise im Syratal, das im hinteren Bereich bereits zum Landschaftsschutzgebiet gehört. Eigentlich jeder Vogt, denn da hat schon einmal den Blick von der Friedensbrücke ins Syratal wandern lassen, um sich an den bunten Wagen oder an der an eine Schweizer Lokomotivfahrt erinnernden Lok zu erfreuen. 38.500 Besucher zählte die Parkeisenbahn im Jahre 1995. Im letzten Jahr allerdings lagen die Zahlen darunter, was man mit dem schlechten Wetter begründen kann. Von der Schließung betroffen, käme sie denn, wäre außer den 30 Jugendlichen auch Werner Neumann und Hans Jackheit. Sie sorgen bei der Bahn für den reibungslosen Ablauf während des Fahrbetriebs. Laut ihrer Auskunft könne die Bahn noch in 50 Jahren ihren Fahrbetrieb aufrechterhalten. Rollendes Material sei ausreichend vorhanden. So habe man erst im November letzten Jahres von der Wismut AG Triebwagen und Anhänger kostenlos erhalten. Hauptpunkt wäre vor allem die Sanierung der Brücke über die Syra, die anstünde. Laut Gutachten der Stadt geht man hier von einem Investitionsvolumen von 165.000 Mark aus. Aber bereits 80.000 Mark würden reichen, um eine dem Zweck entsprechende Brücke zu bekommen. Bleibt nur zu wünschen übrig, dass die Planer Stadtväter sich für den Erhalt dieses Kleinods entscheiden.